hallo ihr Lieben, herzlich willkommen heute zu diesem letzten Update in diesem Jahr. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade dabei, hier noch mein Paneel fertig zu bekommen. Ich habe vor ein paar Tagen die Kabel bekommen und das wird jetzt verkabelt. Deswegen melde ich mich aber gerade nicht. Ja, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch eine kleine Rückmeldung gebe, was diese Vlogs angeht. Und tja, die letzten 11 Vlogs insgesamt, das waren praktisch vorproduzierte Vlogs, die ich euch gezeigt habe, einfach um zu sehen, ob euch diese Sache gefällt. Und ja, ich muss sagen, es sieht zumindest so aus, als ob euch das gefällt. Insofern habe ich entschieden, wird das so weitergehen. Ich werde jetzt diesen ganzen Kanal im Groben auf diese Vlogs ausrichten. Diese Vlogs werden sich sicherlich noch weiterentwickeln und sich verändern. Vielleicht auch etwas dynamischer werden. Das ist eigentlich das, wo ich hin möchte. Und schauen wir mal, was draus wird. Und wie gesagt, auch das habe ich schon erwähnt, wird es weiterhin meine Projektvideos geben. Die werden aber immer als kleines i-Töpfelchen präsentiert. Ja, also insofern auch für mich immer eine schöne Sache, die Projekte zu präsentieren. Aber ich denke, auch für euch wird das dann so ein kleiner, Leckerbissen obendrauf. Das einfach nur so viel zur Entwicklung des Kanals. Viel mehr habe ich auch nicht. Ich hoffe, das wird hier ein One-Cut, denn nur so kriege ich dieses Video noch pünktlich online. Der nächste Vlog, der kommt nicht morgen am Freitag, sondern der kommt erst kommenden Freitag. Ich weiß gar nicht, welches Datum das dann ist. Ich schaue mal ganz kurz nach. Also, morgen wäre ja der 1. Und am 8. geht es weiter. Am 8. Januar geht es dann weiter mit den kommenden Vlogs. Anstelle des morgigen Vlogs gibt es heute dieses Silvester-Update. Und eigentlich wollte ich euch nur einen guten Rutsch und ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen. Ich möchte mich bei euch danken. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart, dass ihr kommentiert habt, dass ihr geliked habt und dass ihr mich somit die ganze Zeit supportet, also unterstützt habt. Ich wünsche euch für das neue Jahr, dass es für euch alle besser und angenehmer wird und dass wir vielleicht dieses aktuelle Thema, was alles überschattet, vielleicht endlich hinter uns lassen können. Ja, so viel eigentlich von mir. Ich hoffe, ihr verbringt heute einen schönen Abend und lasst euch nicht ganz so viel bremsen und habt trotzdem ein bisschen Spaß heute. Das war's von mir. Wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Kommt gut rein und kommt alle gesund zurück. Macht's gut. Bis demnächst. Wir sehen uns am 8. Januar wieder.